Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Und willkommen zu einer Spezialfolge, denn es ist die Folge 26. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist hart. Entspannung ist schön und gut, aber ich muss mir dabei immer anhören, wenn meine Brüder sich... Das muss ich mir aber nicht anhören, tut mir leid. Nein, Folge 26 haben wir und da die Zahl 26 eine besondere Zahl für mich ist, versuche ich recht häufig daraus eine kleine Spezialfolge zu machen und das mache ich auch heute. Und ich habe mir schon einen kleinen Plan überlegt, was wir so alles machen könnten, während wir hier mit einer Fackel rumlaufen. Und zwar stecke ich die jetzt erstmal weg. Braucht man nicht. Hier haben wir ein Pferd, das stehen wir jetzt einfach mal. Ist jetzt unser Pferd. Sind die jetzt böse auf uns? Das ist Lydia, ne? Das stört niemanden. Ich habe noch nie ein Pferd hier gestohlen bei Skyrim. Aber anscheinend haben die damit kein Problem. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier über dir. Genau, ich möchte nämlich nach Weißlauf jetzt erstmal zurück. Aber die haben jetzt hier kein Problem mit. Deswegen reiten wir jetzt einfach mal. Geht das hier auch ein bisschen schneller? Ja, mit der L2 ist sehr gut. Aber geil ist schon gemacht mit dem Pferd. Ich dachte jetzt, die wären mega sauer. Aber okay, wir sind ja hier auch nicht bei GTA, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Was ist denn hier los? Ich hätte lieber zwei Flaschen Met als zwei Huren, mein Freund. Dafür habe ich keine Zeit. Dafür habe ich jetzt keine Zeit für die Umgebung, denn ich möchte jetzt so schnell wie möglich mal nach Weißlauf zurücklaufen. Ich werde jetzt in dieser Folge auch nichts... Fettchen macht schon wieder langsamer. Ich hoffe, Lydia kommt hinterher. Keine neuen Gebiete erforschen, sondern... ich wollte eigentlich mal jetzt wirklich mal so richtig ein böser Junge sein, so richtig böse. Deswegen haben wir auch schon das Pferd gestohlen. Und ich dachte aber, wir hätten dann irgendwie ein bisschen mehr Trouble, aber haben wir irgendwie nicht... Wir haben jetzt einfach hier so ein Pferd. So einfach kannst du rankommen. Und ich denke mir immer, ja, komm, kratz das Geld zusammen. Aber wir haben keine Probleme. Es ist halt bloß zu viel mit dem Pferd. Es ist nicht... Oh, nein. 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 Geh weg. Los, Pferdchen, schneller. Beeile dich. Eile. Eile. Wird man noch verfolgt? Der rote Punkt ist noch oben. Gut. Hier, nimm den Bock. Damit kommst du besser hin. Ach, herrje. Jetzt wollen wir uns erstmal unser... Das ist ein schönes Pferdchen. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin jetzt gerade einfach nur ein bisschen perplex, dass uns niemand irgendwie daran hindern wollte. Wer bist denn du? Warte mal, wie kann ich hier absteigen? Okay. Wer bist du? Ach, riecht hier diese frische Luft. Hä, hey, wo willst du hin? Das ist ein guter Ort, um mein Lied anzustimmen. Warte. Nee. Riecht hier diese frische Luft. Ja, das hast du schon mal gesagt. Wahrlich, das ist ein guter Ort, um mein Lied anzustimmen. Sei ruhig. Hilfe! Hilfe! Yeah! Unser Pferd! Ja, geil! Unser Pferd greift an. Ist das witzig. Komm schon. Feuer Adronarch. Lass unser Pferd in Ruhe. Ruhe jetzt hier. Jetzt ist Ruhe. 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 So. Ganz ruhig. Lass unser Pferd in Ruhe. Hallo. Aua. Lass das Pferd in Ruhe. Es gehört zu uns. Lass aber... Das arme Pferd. Wir haben ein Feuerpferd. Jetzt werden wir von unserem eigenen Feueratronarchen angegriffen. Ich glaube, es hackt ja wohl. Was soll denn das jetzt? Hör auf. Na, aber. Jetzt gut. Jetzt gut ruhen. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Was ist jetzt auch noch Lydia sauer auf uns? Ist der, hört der Feueratronarch jetzt... Hallo? Lass doch mal das Pferd in Ruhe. Nein! Ich wollte doch gucken, was der so alles bei sich hat, wenn wir schon mal hier so einen Zivilisten... Hallo? Ich tschüss. Wenn wir hier schon mal einen Zivilisten umbringen, dann möchte ich auch mal gucken, was er hat. Also ich möchte auch kurz erwähnen... das wird nicht gespeichert. So, by the way.
Den Typen hätte ich sonst nie umgebracht. Also so, so evil bin ich dann jetzt nun doch wieder nicht. Aber wir haben jetzt 40 Kopfgeld, ist jetzt jedenfalls auf uns ausgesetzt. Jetzt hängt das Spiel. Jetzt nicht mehr. Ja, es war halt jetzt was Spezielles. Ich habe ja gesagt, wird eine spezielle Folge. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn es gerade jetzt in dem Moment den ersten Hänger wirklich kompletten auf... Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade komplett überfordert. Warum unser eigener Feueratronarch jetzt... Lass doch das Pferd in Ruhe. Wir reiten falsch. Ich bin verwirrt. Nein, wir reiten richtig. An den Turm kann ich mich entsinnen. Meine Güte, ey. So, jetzt nach rechts. Glaube ich, ja. Warum hängt denn das schon wieder? Ganz ruhig. Wer ist denn das jetzt? Wer bist denn du? Mal kurz vom Pferd absteigen. Ein Ork. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Ach, sei doch still. Widerliches Diebgesindel. 50 Kopfgeld hinzugefügt zur Ostmarsch. Also immer wenn wir auf dieses Pferd aufsteigen, kriegen wir noch mehr Kopfgeld. Na, geil. So. Das ist nur, also ich glaube, das Pferd reitet natürlich immer wieder zurück. Von selber. Wenn man stiehlt. Ich glaube, das kriegst du dann gar nicht hin, dass es irgendwie bei dir bleibt. Die Pferde sind da irgendwie doch ein bisschen klug. Okay. Kommt Lydia jetzt eigentlich noch hinterher? Da bin ich mal da, bin ich mir sicher. Ork hätte man eigentlich angreifen können. Ist das der Blasenpilz gewesen? Ich weiß es nicht. Wir haben es fast geschafft. Dahin können wir schon sehen. Die Drachenfeste. Die ich fälschlicherweise mal Winterfeste genannt habe. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Folge das war. Greifst du uns eigentlich an, wenn wir dich angreifen? Das muss ich jetzt mal rausfinden. Jetzt komm. Alter Nordpol. Wo ist es denn? Hallo. Es bleibt doch... Der hat unseren Plan gehört. Ach Mann, was soll denn der Mist? Pferd, bleib hier. Kriegen wir jetzt wieder Kopfgeld? Nein, diesmal nicht. Aber irgendwann muss das Pferd doch mal uns gehören. Das muss doch irgendwann mal checken. Yo, jetzt bleib ich hier. Och Mensch. Sei doch nicht so hektisch. Kann das auch springen? Mit Kreisch setze ich. Also. Ah. Ich habe mal mit Viereck jetzt gerade mal. Ah. Okay, und wie kann ich jetzt damit schießen? Wir haben den Bogen. Ah. Piu. Jetzt brauchen wir nur noch ein Ziel. Dann würde das alles ein bisschen Sinn ergeben. Hallo, warum ist denn das jetzt gerade hier so menschenleer? Das verstehe ich jetzt hier nun mal gar nicht. Das finde ich nicht okay. So, hier war doch jetzt auch... Wer ist denn da? Piu! Oh, es ging daneben. Piu! Der Lügner. Piu! Warte. Treffe ich den denn nicht? Ich hab's Fadenkreuz aus. Kann ich den nicht töten? Das wollte ich doch gar nicht einsetzen. Bleib hier! Ach Junge. Jetzt rennt doch noch. Ah! So, jetzt müsstest du doch. Wir haben. Oh. Wir haben doch jetzt die Drachenmacht eingesetzt, das Wort gesprochen. Das müsste doch eigentlich aufs Wort hören. Ah, ich glaube, Mike. 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 Stimmt, Mike hieß er.
Der Lügner anscheinend, den können wir nicht töten. Wo auch immer der jetzt hingerannt ist. Ab dem wollte ich jetzt nicht hinterher rennen. So. Aber viel Ausdauer hat das Pferd jetzt nur auch nicht. Das geht wesentlich besser. Hallo? Ich hoffe, in der Stadt ist ein bisschen mehr los. Obwohl um diese Uhrzeit wahrscheinlich nicht. Aber da können wir uns mal in ein Haus schleichen. Oder beziehungsweise nicht schon bitte schleichen, aber einbrechen. Schneller, Pferdchen, schneller! Eile! Wir haben jetzt 10 Minuten gebraucht bis nach Weißlauf. Mit Unterbrechung wohlgemerkt. Wir sollten uns schon irgendwann vielleicht echt ein Pferdchen kaufen. Aber dann kommt halt der Begleiter halt nie hinterher. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, hinten auf das Pferd drauf, mit draufsetzen kann der, glaube ich, nicht. Können wir mit dem Pferdchen rein? Bestimmt nicht. Ich grüße. Ich will da rein. Oh, falscher Knopf. Falscher Knopf. Hinein nach Weißlauf. Wir suchen uns einfach ein Haus, wo wir einbrechen können. Irgendeins. Viele verschiedene Bärenrassen durchstreifen die Wildnis Himmelsrands. Trotz ihres furchterregenden Aussehens greifen sie meist nur an, wenn sie provoziert werden. Hallo! Meine lieben Freunde, was gibt's denn hier so Schönes? Nein, erstmal will ich irgendwo einbrechen. Trunkener Jägersmann, natürlich. Hallo Lydia, erschreck mich doch nicht so. Oh, beim Schmied einbrechen. Aber hier vorne sind Wachen, ne? Warte mal, ich habe eine andere Idee, wo wir einbrechen können. La 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 la. Bin ich jetzt richtig? Kampfgeborene, genau. So, da der jetzt da kommt. Die hatten doch hier auf der Seite. Hatten die hier nicht auch einen Eingang? Ist da jemand? Nö. Ach, hier können wir einfach rein? Hallo? Warum ist denn jetzt um diese Uhrzeit gerade diese Tür offen, wo ich einbrechen möchte? Graumehl, warum ist denn alles offen? Also diese Folge macht mir echt gerade einen Strich durch die Rechnung. Wer bist du? Ach, du bist dieser Trunkenbold, ne? Ein Moment. Wer denn jetzt schon wieder? Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen, 4 Goldstücke. Ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Eher würde ich sterben, als ins Gefängnis. Hey, wir sind hier in Tarne. Okay, wow. Aktivieren wir jetzt erstmal die Eichenhau, damit wir ein bisschen stärker werden. Gut, der Plan, den ich hatte, ist komplett... Der läuft nicht so wie geplant. Aber hey, so what? Wir sind doch spontan. Wie viel halten die denn aus? Ich sehe schon mehrere rote Punkte oben. Oh, der hält einiges aus. Das ist nicht gut. Tada, tada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wir werden abgeschossen. Wir werden abgeschossen. Lydia, komm. Wer bist du? Geh weg. Ja. Wie viele Gegner haben wir denn jetzt hier? Ach du. Im Himmel. Ah. Geh weg. Das sind 2. Lasst mich. Boah. Wir wurden malträtiert. Also das funktioniert. Das ist. Ich glaube, das ist nicht so einfach hier. Feuer brennt doch einige Zeit weiter, nachdem ein Ziel getroffen wurde und verursacht so zusätzlichen Schaden.
hilfreich gegen alle Arten von Gegnern. Ich glaube, da brauchen wir erst noch ein paar höhere Level, ehe wir sowas meistern können. So, jetzt sind wir hier. Wurde uns jetzt irgendwas entnommen? Oder wo hat es jetzt einfach nur geladen? Das nur, weil wir... Was haben wir überhaupt geklaut? Du bist doof! Ja. Du bist doof! Dann bist du getötet! Geh sterben! So, ich hoffe, dass... Boah, wir haben ja jetzt schon kaum noch Leben. Was ist denn hier los? Da. Was machen wir denn da mal? Ach stimmt, wir haben die Eichenhaut nicht eingesetzt. Ah. Hallo! Ah. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hey Junge! Das nervt! Ja! Ja! Haha! So, ich möchte hier ein bisschen länger durchhalten. Wir können doch jetzt nicht schon wieder sterben. Tada! So. Du besitzt nicht genug. Ja, was plätschert denn da so? Was ist da los? Hallo? Hallo? Von wo? Ah, hallo? Ah. Ah. Och, der ist im Kreis gelaufen, der Sack. Jetzt macht sich die fehlende Ausdauer doch bemerkbar. Ah, ah. Komm ich hier irgendwie raus? Nein. Irgendwie mal auf den Dacken. Jetzt aber gut hier. Jetzt gut ruhen. Hallo? Nein. Dich kenne ich doch. Ah. Nein. Wir haben keine Chance. Ausweichmanöver. Juhu. Oh, komm, wir fliehen. Ja, nein. Jetzt ist zu. Klar. Jetzt, wo wir fliehen wollen, ist zu. Ist doch verarsche. Hier ist auch zu. Warte mal, wir haben doch unser eigenes Haus. Och, geh weg. Warte mal. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon warte mal gesagt habe. Ah. Tada. Die Wiederherstellung wurde schon mal verbessert. Oh, nicht genug Magik. Ich raste da aus. Das ist doch hier eigentlich nur noch Fange. Ich stelle mich hier an. Wo ist unser Haus? Hier. Was haben? Da, Lydia steht davor. Los, rein da. Trautes Heim, Glück allein. Da komm schon, lade schon. Wieso, du bist schon wieder fast tot. Hallo Lydia. Was gibt's denn da zu husten? Halten die sich da? Halten die sich daran? Das ist ja verrückt. Hallo? Boah, ich weiß. Ein Pfeil. Ich habe auf sie gewartet. Da müsste jetzt nur mal jemand kommen. Die Musik gefällt mir jetzt schon mal viel besser. Das ist nicht mehr so hektisch. Lydia, setz dich doch hier. Guck mal, da ist noch ein Plätzchen frei. Wir haben ein paar Kerzen, alles romantisch. Wollen wir mal rausgucken? Komm, wir gucken mal raus. Mal schauen, ob sich die Situation beruhigt hat. Ich bin mir da nicht so sicher. Wer zieht die... Ah, Ruhe hier! Geh weg! Wir verabschieden uns. Lydia, kommst du mit? Lydia! Und... Ey, wir haben getroffen. Wir haben sogar Level Up. Oh, nein! Ich Idiot! Ich habe gerade Lydia getötet. Verdammt! Scheiße! Das,
Nein, das darf doch nicht wahr sein. Da standen drei Leute. Und wen treffe ich? Ich treffe Lydia. Dann ist klar, dass ich die Schießkunst verbessere. Ich glaube, alle Pfeile gingen irgendwie auf Lydia. So ein Bullshit. Die Musik ist noch... Ah, nein, lass mich in Ruhe. Wir nehmen eine Abkürzung, kommt. Ah, zack, zack, zack. Da drüben sind die Ställe. Wir brauchen einfach nur ein Pferd. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo sind die Pferde? Wo sind die Pferde? Och, leck mich doch am Arsch. Ach hier. Mensch, ich renne an einem Pferd vorbei. Kopfgeld, Weißlauf 50. Egal. Los, ab geht er. Freunde der Sonne. Uff, da. Nein, ich hab Lydia getötet. Wer rennt denn da hinten? Geh weg! Der soll weggehen. Der soll uns jetzt in Ruhe lassen. Das ist unser Pferd. So, mal gut, da hinten ist ein Lagerfeuer. Verfolgt er uns noch? Nö, ne. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied, das Lagerfeuerlied. Und da haben wir einen Riesen, ja, der sieht doch freundlich aus. Und wir machen ihm jetzt mal den gar aus. Nein, das schaffen wir sowieso nicht, aber so was. Wo ist er denn? Da. Das sind zwei Riesen, na nö, ist klar. Verlass uns nicht! Verlass uns nicht! Bleib doch hier, Menno! Hat der gerade den Fuchs angebrüllt oder was? Hallo? Na ihr? Ich habe hier euer Feuer gesehen, Düsterwindtal. Der guckt uns so böse an. Ich habe euer Feuer... Nee, ist... Oh, da hinten ist ein Mammut. Hier, ich nehme auch die Waffen weg. Okay? Hättet ihr euch nicht mal ein bisschen mehr anziehen können irgendwie? Sorry, nur mit so einem... Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Leck mich am Arsch, ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Eher würde ich sterben. Junge! Euer... Dein Ernst? Du hast uns jetzt wirklich als Einziger hierher verfolgt. Na, es sind mehrere. Leute, hilft mir! Ich brauche Hilfe! Junge! Hilfe! Hilf mir bitte! Bitte, komm schon, hier! Bitte. Ich brauche Hilfe. Da guck, der greift dich an. Nicht ich. Doch nicht ich. Warum denn ich? Ich hab doch nur Schutz gesucht. Menno? Auf niemanden ist mehr Verlass hier. Ich wollte mich doch nur in Sicherheit bringen. Und ich dachte, die Riesen wären meine Freunde. Das waren sie aber nicht. Nein, nein, nein. Die haben uns eiskalt getötet. Ja, jetzt ist aber mal hier. Jetzt. Ja. Aber lasst uns jetzt in Ruhe. Nicht mehr verfolgen. Ich möchte allein zu den Riesen, ohne euch. Ich habe mit denen jetzt noch ein Hühnchen zu rupfen. So, Pferd, los. Nix, halt, halt die Fresse. Sei ruhig, entschuldige, Beleidigung. La 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 la. Oh Gott, wie viele sind das denn? Lasst mich in Ruhe. Geht weg, ihr müsst Weißlauf beschützen. Ich hab nicht mal jemanden getötet außer Lydia. So, jetzt haben wir aber hoffentlich unsere Ruhe. Weh, die verfolgen uns nochmal, dann rast dich aus. So. Und ihr zwei da hinten. Vor allem die Wachen haben schon auf euch geschossen. Ach nee, es war der Adronarch. Stimmt, die Wachen können ja keinen. Die können sowas nicht schießen. So. Wie
Der wurde wahrscheinlich durch den Feueradrenalchen sauer auf mich. Boah, ihr habt eine geile Truhe. Kampfhaltung? Hallo? Juhu. Ja, du hast einen Stock. Ich hab einen Pfeil. Das war der falsche Knopf. Bang! Ey, ich kann mein Haus sehen. It's me, Mario.